Einen wunderschönen guten Tag zurück zu einer neuen Folge Parrot. Ich habe beschlossen, dass wir hier ein bisschen umbauen. Einfach dem geschuldet, weil ja, es mir hier ein wenig zu, wie soll man sagen, es gefällt mir nicht ganz so. Sagen wir, drücken wir es mal einfach und simpel aus. Daher will ich hier halt ein wenig umbauen. Was bedeutet aber, das Ganze bedeutet auch, dass wir hier ein bisschen was abreißen müssen. Abreißen wollen. Warum bin ich in der Hocke? Ja. So. Achso, das ist ein Steindach. Nee. Ich will das Fundament haben. Das geht nicht, weil da was steht schon. Okay. So. Das ist nämlich so jetzt. Da müssen wir mal gucken, ob wir da, ob das geht oder nicht. Ich würde sogar diesen Holzpfahl auch wegrupfen erstmal. Und hier noch ein Fundament hinbauen. So. Da sind wir natürlich wieder übervoll. Wir könnten dann hier, damit die Perls nicht, ja, unsinnig rausrennen. Ja, doch. So. Und so. Und so. Wie gesagt, ich will, ja, das Problem ist jetzt, die hier wegzuruppen. Wie machen wir das am besten? Aufbewahrung. Bauen wir einfach schnell eine Holzkiste hier hin. Dann baue ich mir noch eine Holzkiste dahin. Ich weiß, das dauert jetzt alles ein bisschen. Oh, perfekt. Ihr seid Schätze. Könnt ihr schnell noch hier mithacken? Danke euch. Dann können wir nämlich ganz kurz umräumen. Ich glaube kaum, dass wir uns da noch großartig bewegen können dann. So. Das war die obere Kiste, ne? Ja. So, jetzt die untere Kiste. Kommen wir jetzt so nicht ran, was natürlich doof ist. Hep, hep, hep. So. Dich noch mit dahin. Machen wir mal so. So. Genau, die 40, die können wir, glaube ich, direkt verballern, weil das kommt weg. Dann kommen wir hier wieder Fundament. Hier kommt das schon. Bombers. Dich dahin haben. Ach Mann. Dich dahin haben. Ja, auch hier werde ich abreißen. Sag ich so, wie es ist. Aber ich werde jetzt hier anfangen. Und zwar Aufbewahrung. Und jetzt kommt's. Wir werden hier einen Container hinbauen. Wir bauen. Ich überlege gerade, wie. Der Container kommt hier so hin. Nee. Halt. Wir machen es anders. Nein, bauen. Produktion. Wir wollen dann erstmal in der Produktion gehen. Und zwar brauchen wir. Ich würde das Holzfällerlager nämlich nehmen. Wie jetzt? Kann nicht. Oder irgendwas im Weg ist. Aha. Okay, Holzfällerlager kommt hier hin. Dann sind die auch. Dann liegen die auch doof, Mist. Jetzt schlecht. Jetzt stehen die Kisten wieder ganz doof da. Denn die Kisten
baue mir einfach mal hier nochmal. So, hep, hep. Hep. Okay. Wird wieso gleich wieder umgeräumt? Ja, also. So. Dann. Dum, 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 dum. Ah, passt, wackelt halt Luft. So. Dann tu erstmal weg. Okay. Ja, erntet bitte das mal. So. Dum, dum, dum. So. Hup, hup. Hup, hup. So. Weg. Seid ihr fertig mit der Ernte? Nein. Okay. Dann du und du. Du, du, du. So, dann bauen wir weiter. Okay, das bedeutet auch, du wirst dann abgerissen. Dim, dim, dim. So. Production. Wie weit bist denn du? Du bist bis dahin. Boah, dann passt das ja hier. Kannst du mal aus dem Weg gehen? Danke dir. So. Du bist mir im Weg. Wow. So. Ah, jetzt sehe ich, warum es nicht geht. Okay, okay, okay.
Bau. Sag mir nicht, der ist schon wieder im Weg. Das kann gut sein. So. Okay. Dann. Nahrung. Kriegen wir hier zwei nebeneinander? Nein, kriegen wir nicht. Jetzt das Weizenfeld. So. Hier kommt dann das Tomatenfeld hin. Und wenn er jetzt nochmal einen Meter weg macht, geht das nicht. Okay, das muss ich noch. Muss ich gleich machen. Aber erstmal muss ich Sachen wegräumen. La 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 la. Öffnen. Okay, auch das weg. So. Wird ja glatt mal bis hierhin erstmal die Verbindung machen. Hopp. Nee. Okay, das ist natürlich. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Oh, das ist jetzt ein Problem. Mit der Gesamtbasis dann. Denn wir müssen ganz schön hier bauen. Können wir schon mal so machen. Warum geht das nicht? Sag mir nicht, weil das da dran ist. Okay, lassen wir erstmal so. Also, für mich bedeutet das auch Rückbau von deiner Wenigkeit. So. Das liegt wirklich daran, wenn die da drauf sind. Kannst du mal nochmal weggehen? Danke dir. So. Weil ich weiß nicht, inwiefern. Wir machen jetzt Folgendes. Nahrung, Tomaten. Ich würde das gerne direkt das Feld direkt hier daneben haben. Von mir aus kann es ja auch überlappen. So. Weil, warum? Ah ja, weil da irgendwas im Weg ist, wie der Stein, geht dann nicht. So, in Ordnung. Kann ich mit leben? So, dann. Halt, ich brauche die Axt. So. Okay, das ist in Ordnung. Damit kann ich soweit leben. Dann können wir nämlich hier. Müssen wir nur gucken. Das war, glaube ich, bei anderes, ne? Da können wir nämlich dann hier auch den.
Ja, ich würde sagen, das Silo so hinbauen. Kommt hier hin. Das ist dann noch mittendrin. Oh, uns fehlen Metallbahnen jetzt. Aha. Kriegen wir doch nicht alles wieder, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Produzieren wir mal bitte 50. Danke. Weil ich würde ja schon gerne... Blumenbeet. Ah, dafür braucht man die Blumen. Ein Blumenbeet noch bauen. Das kommt auch hier hin. So, bitteschön. So. Hep. Okay, dann. Wir müssen die den Futtertrog. Ich will ihn ja gar nicht so weit weg haben. Frage ist, jetzt kann ich dich hier anheben. Warum kann ich dich nicht anheben, mein Gutso? Meine Gutste, mein Gutstes. Was auch immer. So. Nehmen wir auch schon mal mit. Wo bist du da? Nee, hier. Okay. Wer? Perfekt. So, dann will ich nämlich auch Nahrung. Den Futtertrog. Ich überlege, den weiter nach da zu packen, dass die das da automatisiert reinpacken. Das machen wir auch. Wir werden den Futtertrog trotzdem... Na, eigentlich würde ich den gerne da reinpacken, wo er jetzt ist. So. Tut mir leid. So. Dann kommt der Futtertrog. Kommt mal hier hin. Und wo haben wir die Kühlbox da? Die Kühlbox würde ich tatsächlich... Ah, oder? Ich überlege gerade. Wenn wir hier noch ein Dings dran bauen, weil da hinten baue ich noch eine Farm hin. Oder? Muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten mache. Aber ja, wenn wir hier nämlich noch mehr hinpflanzen, zum Beispiel noch mehr Weizen. Weizen wäre auf jeden Fall noch... Wir bauen noch ein zweites Weizenfeld, würde ich jetzt erstmal sagen. Wenn wir das jetzt hier noch... Ah, das, doch. Hier noch mit reinpacken. Dich abreißen. Den Kühlschrank. Oh, das ist nicht gut geworden. Sorry. Mag es nicht, wenn es so... Oh Mann, ey. So. Das sieht auch noch nicht gut aus. Was ist denn hier los? Kriege ich das nicht mehr halbwegs gerade hin? Stelle ich mich gerade zu doof an? Also ich würde es jetzt tatsächlich so bauen. Es sieht für mich dann zumindest nach der unteren Linie gerade aus. Naja, halb... Okay, es ist nicht ganz gerade. Okay, so, dann. Haben wir ja die Kühlbox hier. Das bedeutet, wenn wir die Kühlbox nach hier räumen... So... Den Futtertrog nach hier räumen.
sagen wir mal, ja, tatsächlich hier rein. Hier hin. So. Wir hier alles rausnehmen. Drüben reinpacken, also ja, ihr kriegt gleich Essen, keine Sorge. Keine Sorge, ihr kriegt gleich Essen. Ich will jetzt erstmal das da reinpacken. So, hier. Die ich nämlich wegreißen. So, dann können wir jetzt, glaube ich, den Holzblock bauen, den wir abgerissen hatten. Den einfach hier mit ranpacken. Sollte das ja passen. So. Okay, dann fangen wir mal hier weiter an abzureißen. Leider Gottes. Aber mir bleibt keine andere Wahl. Denn ich will umbauen. Etwas, ja, man könnte sagen, effektiver. Bauen, hätte ich jetzt zumindest so gesagt. Da können wir nicht hin, weil das da ist, okay. Da können wir nicht hin. So. Soll halt etwas schöner, etwas, ja, ich weiß nicht, gleichmäßiger sein, hätte ich jetzt gesagt. So. Okay. Denn die beiden Geräte, da muss ich auch noch irgendwie anders hinpacken. Muss ich ehrlich so sagen. Ja, ich trage eindeutig viel zu viel gerade mit mir rum. Was nicht weiter schlimm ist. So, dann bauen wir jetzt trotzdem erstmal die Oase. Hätte ich jetzt gesagt. Wo haben wir sie? Da. Die Oasen sind nämlich wirklich sehr wichtig. Zum Ausruhen. Nummer uno. Hier kommt die zweite Oase dann hin. Direkt daneben. So. Zweite Oase, sehr schön. Ich weiß halt nicht, ob ich hier noch eine Treppe bauen kann. Das wäre halt genial. Wenn das zumindest so klappen würde. Das klappt natürlich nicht, weil, ja gut, verständlich. Wenn ich jetzt aber das hier wegruppe, kann ich dann hier, jawolla, gemeinsames Fundament nämlich bauen. Sehr schön. Gut. Ja, hier wird eine Menge eingeruppelt. Das tut mir wahnsinnig leid. So. Hep, hep, hep. Dann sind wir wieder überfüllt, aber ist kein Problem. So. Die Frage ist halt, bauen wir hier noch hin? Oder hier? Das wäre ja vielleicht sogar noch machbar. So. B. Okay, wir müssen gleich
Uff. Eieieiei. Ihr braucht hier nichts wegschleppen. Das verbaue ich gleich alles. Keine Sorge. Also das Erste, was wir natürlich noch brauchen, ist in der Produktion. Wir brauchen... Oder wo ist das? Hier, eine Viehfarm brauchen wir erstmal. Das ist das Erste, was wir brauchen. Und die hätte ich tatsächlich jetzt hier so hingebaut, wenn möglich. Warum geht das? Jetzt hier? Okay. Ja, dann hier. Kommt hier die Viehfarm hin. So. Okay. Dich müssen wir tatsächlich einreißen. So, ich habe keine Ahnung, was du da treibst. So. Dann brauchen wir ganz dringend Abwehrbetten. Mit vielen Nägeln. Hauptsächlich Nägel, ne? Okay. Nummer uno. Oh Mann. Und wieder bam 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 bam. Wo waren denn die Betten da, ne? So, du musst mal hier bitte aus dem Weg gehen. Danke. Dass du von überall das auch machen kannst. Das finde ich halt so grausam. Dann stell dich nach da von mir aus. Das sollte hoffentlich gehen. Oh, hochwertiger Stoff fehlt uns. Okay. Ah, hochwertiger Stoff. Weiß gar nicht, was wir alles noch dabei haben. Müssen wir gleich mal gucken. Nicht mit Bauwerk verbunden, okay. Müssen wir dann gleich mal rauskriegen. Sind immer noch so vollgeladen, ne? Haben wir denn dabei so schweres Holz abwerfen?
Das verstehe ich halt nicht, warum können wir das hier nicht mit ran pfeffern? Also ich verstehe, wenn das so, okay. Ja, jetzt sind wir noch da. Oh Mann. So. Okay, das geht. Und hier müsste doch eigentlich. Ja gut, hier könnte man natürlich. Ja doch, das könnte man natürlich auch machen. Das war sagen, hier runter. Aber der will nicht, ne? Wir müssen mal halt gucken. Wie wir das da hinbekommen am besten? So. Wie gesagt, Hauptproblem ist, dass wir nicht genug Schlafplätze jetzt haben und kein hochwertigen. Wir müssen noch mal gucken wegen dem hochwertigen. So, wo packt ihr es rein? Packt ihr es jetzt hier rein? Ich hoffe. Weil das ist ja eigentlich meine Hauptintention. Dahinter. Nope. Nope. Okay, du dahin. So, jetzt gucken wir mal nach hochwertigem Stoff gleich mal. Nägel haben wir auch noch genug. Carbon. Hochwertiger Stoff. Da, was brauchen wir? Einfach nur Wolle. Okay. Viel Spaß bei der Produktion. Nein, das Palöl kommt nach hier. Ja. Das könnten wir theoretisch nach da packen. Umdrehen. Weiß ja nicht, wie schnell ihr seid damit. Weil das Hauptproblem ist halt, dass wir... Ja, da, ja, sie schlafen jetzt halt da, wo sie... Naja, stehen. Der Artikel. Ja, okay. Immer noch so viel Holz. Können wir aber mal kurz wegbringen. So. Deswegen so ein bisschen umbauen, ein bisschen umräumen muss drin sein. Achso, sind die Eier fertig? Bestimmt, ne? Ja. So, dann lass uns mal ein paar Jumbo-Eier da reinpfeffern. So. Ah ne, das andere war ein blauer. Ne, doch nicht. Oh, wir haben zwei blaue. Und das sind Wassereier. Okay, einmal euch. Ein paar Gelbies, okay. Wir haben nur 6 Betten, das ist mir auch bewusst. Überleg gerade nur, wo das war. War das bei Infrastruktur hier? So. Er könnte nämlich ein kleines Problem auch hier mitgeben. Sprich, der Pearl and Safter muss woanders hin. Leider Gottes. Aber so ist er so mal. Den packe ich nach hier. Wenn ich ihn finde. Hm.
Da. So. Es tut mir hier sogar richtig leid, ne? Ich muss euch leider sagen. Okay, warte mal, wir pennen bis zum nächsten Tag, das bringt sonst nichts. Es tut mir wahnsinnig leid, meine Lieben. Oh Mann. Wir brauchen 16 Betten. Insgesamt. 6 haben wir. Da bauen sie noch an einem. Nur sieht es halt so aus, dass... das hier erstmal weg ist. So, und du komm mal her. Du stehst nämlich immer schön im Weg, mein Freund. Kannst dich nach da... Ich hab keine Ahnung, was du gerade treibst. Aber gut. So. Erstmal Fundament. Warum geht das nicht? Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Können wir auch Steinwände hinmachen? Okay. Geht nicht wegen dir. So, passt. Dann wäre für mich der nächste Schritt genau. Oh, das Bett ist ein bisschen weit vorgeraten, ne? So. Mann, no. Da kommt schon. Okay. Wir können das rein technisch gesehen natürlich so lassen. Also, man könnte es so lassen. Ich werde es nachher aber definitiv einstampfen. Davon kann man definitiv ausgehen. So. Das geht schon mal nicht. Das geht auch nicht. Ist in Ordnung. Dann ist das halt so. Ist nicht ideal, aber naja gut, so. Jetzt fehlt uns schon wieder hochwertiger Stoff. So. Und ich glaube, wir müssen dich nochmal leider abreißen. Weil sonst können wir das nicht bauen.
Dann kommt hier noch mal eine Lagune hin. Keine Ahnung, wir machen sie mal hier so schön dran. So, dann würde ich nämlich gerne da eins hin haben. Da eins hin haben. Ob da noch eins passt, weiß ich nicht. Nee, passt nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Halt, du bist falsch rum. Genau so rum. Eigentlich müsste hier noch eins reinpassen. So würde es passen. So. So. Warum baut ihr das nicht? Hab eigentlich keine Lust. Okay, du baust das. Gucken wir mal, ob sie das hier auch noch bauen. Oder nicht. So. Ja, die können wir ja nur in eine Richtung bauen. Das ist ja. Okay. Da geht ihr ran. Da geht einer ran. Okay, ihr baut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 Betten fehlen da noch. So. Sechs Betten fehlen noch. Okay, die Farm. Infrastruktur. War das da? Wo war das? Pearls? War das hier? Ne, da ist nur die Viehfarm. Doch, das ist die Zuchtfarm. Denn die ist riesengroß. Passt hier nirgendwo hin. Also ja, da war gerade ein... Hier war ein Punkt, okay. Finde die Viehfarm viel zu riesig, muss ich ehrlich so sagen. Würde die ja gerne hier hinpacken. Aber ich finde die tatsächlich wirklich viel zu groß. Wir bauen erstmal noch hier unten weiter. Die Fundamente. Bedeutet aber auch, die Schutzmauer hier muss erweitert werden. Ah, glaube ich. Glaube kaum, dass da noch irgendwas durchkommt. Ja. Können trotzdem hier noch. Ah, da geht's natürlich nicht.
so eine Art Schutzwände hinbauen. So. Zusätzlich sozusagen. Bitteschön. Oh. Hä? Okay. Konnten wir nicht. Naja, egal. Oh, die kostet mich Zement. Das hab ich ja nicht bedacht. Oh. So. Okay. Wir brauchen immer noch 6 Betten. Warte mal, wie sieht es eigentlich hier aus? 3 kriegen wir gerade noch hin. Wie gesagt, ich hätte gerne die Zuchtfarm. Ja, ich brauche sie grundsätzlich nicht. Sagen wir es mal so. Weil ich sie ja nicht einsetze. Also weil ich bisher nicht züchte in irgendeiner Form. Und sie wäre hier vorne immer im Zentrum irgendwo im Weg. Okay, die lassen wir jetzt wirklich erstmal weg. Wir bauen jetzt erstmal die Wände noch hier. Ich hoffe, das geht. Ah, da nicht. Okay. Ist in Ordnung. So, und dann bauen wir hier noch Infrastruktur. Jetzt fehlen uns auch noch Nägel. Wo konnten wir Nägel hier auch dran machen? Nehme ich mal ganz stark an, ne? Oder? Ja. Oh, können wir da selber dran handarbeiten? Ja, können wir. Und da kommt sogar jemand zur Hilfe. Sehr schön. Ja, bei dem Pirz sollten wir irgendwann das Handwerk hochpushen. Wenn wir dann noch Seelen übrig haben, würde ich tatsächlich anfangen, bei den Pirz, die hier eingesetzt sind, die Seelen hoch zu pushen. So, ich muss mal auch nach Nahrung gucken. Fällt mir gerade noch so ein. Oh Mist, was tragen wir denn jetzt schon wieder? Oh Mann. Wir sind zu schwer. Nüchtern, da rein, so. Die Nägel, das. Da sind wir immer noch zu schwer. Das kommt da auch rein. Aber wir sind ein Ticken schneller jetzt. Ich hoffe ja, dass sie hauptsächlich die Sachen in den Kühlschrank packen. Es sieht zumindest für mich danach aus im ersten Moment. Na, oder auch nicht. Mal wieder nicht. Das kommt da rein, das kommt da rein. So. Packen es wirklich nicht vorrangig in den Kühlschrank. Verstehe ich nicht. Obwohl der Weg wirklich um ein Vielfaches kürzer ist, ne? Müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Da schon wieder 30 fertig. Sehr gut. Und die letzten. Wie viele Nägel brauchen wir? 10er? Bin mir nicht sicher. Zwanzig. So.
20 Nägel. Wie viel haben wir noch? Nägel haben wir 14. Das bedeutet 6. Produzieren wir jetzt hier noch? Aber ich würde fast sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, machen wir an der Stelle erstmal kurz Feierabend. Naja, kurz. Wir machen Feierabend für heute. Und machen beim nächsten Mal weiter. Daher, ja, danke fürs Zusehen und Tschüss.